Willkommen, Magiekundige, zu Magica. Diesmal Kapitel 10. Erst Grimm, dann Fango. Ganz einfach, ne? Genau. Wir sind jetzt in Niflheim, nachdem uns Vlad dahin teleportiert hat. Genau, mit Portus. In die Unterwelt namens Niflheim zu bannen. Dort sollten sie jemanden suchen, der sie wieder in die Welt des Dinglichen bringen konnte. Und zu Fafnir. Ach ja, Fafnir, das war unsere ursprüngliche Quest. Dumping. Oh. Na, der war das Batzenklang. Der Charakter war kein Witz. Niflheim Boning ist död, Göder ihr auf Land. Dann immer geradeaus. Durch. Okay. Okay. Ich bin Arkan, Gott. Arkan heilt dich? Nee, Arkan ist egal für dich. Ja, Arkan macht mir keinen Schaden mehr. Okay, lies mal vor von dem Handschuh. Vlads Handschuh verleiht dem Träger nahezu vampirische Kräfte. Kehrt Lebensschaden um. Arkan-Immunität stellt Leben wieder her, indem ihr dies dem Nächsten entzieht. Okay? Ey. Du kannst dich aber auch normal heilen. Mit Blitz. Kann ich? Ach ja, stimmt. Hätte ich eigentlich noch ein Schwert gehabt? Ein Schwert? Ich dachte, ich hätte eigentlich noch ein Schwert vom letzten Mal, aber vielleicht ist das vorne. Ich glaube, wir müssen nach rechts, um in die Stadt zu kommen, nach Norden für den Elch. Und irgendwo ist, glaube ich, noch ein Buch. Ja, das stimmt. Das tote Wiederbelebensbuch. Oh, falsche Zauber. Jetzt bin ich hier. Ah ne, das waren die Elementare. Ja. Kommst du hinterher? Das. Ja, das ist. Ah nein. Das ist auch so. Okay. Hier geht's, glaube ich, zur Stadt. Ich maue sie einfach alle ein, Ende. Geht's hier nach unten? Aber nicht, wenn wir die Elementare auch töten. Ja, aber so. Weißt du, die Hälfte heilt sich davon, also ich würde jetzt einfach schnell hier durch. Okay, hier ist aber nirgendwo ein Buch. Hier kamen wir her. Wir haben jetzt alle Elementare abgeschüttet. Und ein Elch ist ja auch nirgendwo einer. Ich sehe auch keinen Elch. Na gut, dann ab in die Stadt. Warte mal, was ist denn das hier? Guck mal, hier ist eine Fackel. Nein. Ah, ich brenne. Scheiß auf die Elementare. Ja, scheiß auf die Dir. Oh, eine Party. So dumm. Skelette, wie die lachen. Ist hier irgendwo was? Nein.
Schleimballons hier. Oh, das war der falsche. Immer so gewohnt, Feuer zu wirken. nee, Arkan. Ja. Na, aber nicht mit Blitz. Ja, ja. Oh, flatt. Sprich mit uns. Stimmt. Na, das sollte eigentlich... Ach, Darius, ich glaub's nicht. Aber irgendwie das Buch verpasst. Ja. Ein Schachbrett. Das ist ein... ist nein, das ist nur ein Haufen Müll. Okay. Ich hab keine Lust gegen den Tod, der ist scheiße. Tod, Fernreisevermittler. Ruhe. Die Verhandlung abgebrochen. Zu dir. Oh nein, nein, nein! Shit! Oh, was, was? Darius? Nein! Boah! Jetzt geht mein Spiel. Ich bin dem Tod von der Schöpfe gesprungen. Mein Spiel ist eingeworfen. Es war wahrscheinlich beabsichtigt, dass ich mich nicht bewegen konnte. Sensenmann. Erlernt. Todesbeschwörung. Erlernt. 0900 Sensenmann. Und ja. Der Tod hat seinen Sitz auf dem Schachbrett. Genau. Kapitel 11. Aufgehalten in Ruinen. Interpretationen riss nicht ab. Die Oberfläche. Die kämpferische Auseinandersetzung mit dem Tod selbst. Der Tod, der rechte Nichte, betrachtet ein lieber Kerl, entschloss sich, den Zauberern zu helfen und teleportierte sie in die Galdierhöllberge, wo Fafnir seit Urzeiten hausen soll. Die Kälte war schneidend, fürchterlich, aber die Silhouette eines nahen Schlosses entzündete einen wärmenden Funken Hoffnung. Ein wärmender Funken Hoffnung. Und die Bäume fallen um. Totale Zerstörung. Ich hab von sozialen Kompetenz gehört. Nevel Plavchabi Nivenera Mola. Vavni Repa Njetiris Lot Noromos. Ja. Ah, hier. Was? Nein! Hä?
Hä, wieso hat der... Wieso hat er dich nicht geschlagen? Voll weg. Nein! Selbst gesetzt. Wie bitte? Du hast dich selbst gesetzt. Hä, wie konntest du dem ausweichen? Links. Ja? Du wurdest gesenzt. Wieso wirst du nie gesenzt? Er geht wieder auf dich. Ja, der geht immer auf den mit dem wenigsten Leben, Felix. Ich würde mich aber voll heilen. Danke für die Information, Darius. Und danke, dass du mich nicht mit Phoenix beschwören wiederbelebt hast. Ja, es geht. Bitte. Na endlich. Er ging auf dich und ich bin tot? Nein, er ging auf dich. Bei mir ging er auf dich. Warum hab ich jetzt auch nicht gemacht? Also, oh, er geht wieder auf dich. Regenbogenfahr. Wieso ist denn das Vieh so schnell? Ach, natürlich. Ich hab ihn mitgetötet. Ja. Feuer. Es geht kein Phönix. Sie geben dir eigentlich so einen super Zauber, aber den kannst du einfach nicht einsetzen. Ja, das ist so ein Zauber, wo du eben mit vollem Leben wiederbeleben kannst, aber der geht einfach nicht mehr. Ja. Er hat daneben geschlagen. Nein! Oh, ich bin runtergefallen. Aua. Ja, stimmt. Ich hab mich gerade gewundert, was machst du da? Ja, das halt ich hab gerade den Troll Leben entzogen. Vor die Macht der Gewohnheit in dem. Au. Die haben mich immer fressen. Die haben mich gefressen. Mal jetzt blitznahe laufen. Mit dem Clay Dolch einfach reingestochen. Hey, falsch. Das ist Flammensymbol. Flammensymbol. Bam. Vector! Ah! Wow! Ich bin auch getötet. Wie makaber. Irgendwie, ich glaube, wir haben draußen ein Zauberbuch vergessen. Auch nicht so schlimm, oder? Gibt dann dieser Mega-Zauber, wo du diese Eisdinger rechts und links rausschießt. Ach, der. Aber gibt's den nicht in der letzten Ebene erst? Nee, den gibt's, glaube ich, hier schon. In der letzten Ebene gibt's, oh oh. Mach ihm Schaden! Was ist bekehrt?
Weil man hört so. Warte mal, beschwören wir einen Tod. Ich will mal was testen. Okay, wie. Ich hab ihn gerade nicht offen, warte, ich muss erst mal schauen. Todesbeschwörung, okay. Weg mit dem Tod. Danke, okay. Man kann den einfach wegnichten. Ach hier. Teleporter nie aus dem Kopf? Nein, Teleport habe ich im Kopf. Ich wollte nur Betörung wieder. Achso. Pasco Sacre, Nela Furuto. einfach sich weggeklatscht. Der Tod ist an der Rüstung von den Zwergenleuten gescheitert. Ich bin gestorben. Ja, ich seh's. Nein, er hat nie auf die Zwergenleute, er hat mich angegriffen. Ach so. Okay, ich glaube, wir können hier weiter, Darius. Was mit dem? Die lieben sich alle. Aber? Die lieben sich alle. Der ist nicht mehr. Zählt ja nicht ewig an. Ah! Fein, du AI! Bei dir ist auch so ein fetter Zwerg. Nein, also da liegt nur einer. Steht wohl bei dir einer, oder wie? Ja, den du gerade getötet hast, der ist bei mir so aufgebläht worden, aber nicht explodiert. Also so ganz fett aufgebläht. Herrlich. Oh, ja. Ich stehe vor allem wie so ganz weit. Immer was. Kann man hier runter? Ah, nee. Nee, warte. Panik! Beide, wie du die alle bekehrst. Ist gerade Zombie. Oh nein. Mein Zombie! Aber ja, ich hab Zombies geschworen. Ja, wer war da, weißt du? War da unten noch irgendwas? Ich glaub nicht. Oder? Oh. Doch. Nee, das, jetzt sind wir schon weitergegangen. Hä, hey, ich dachte, es geht nach oben weiter. Nee, ich glaube, es geht nach unten weiter. Jetzt kommt die Zwergenarmee. Okay, krass. Ach ja. Oh. Das war Interferenz. Ich rette dich! Ja. Ich rette dich ein zweites Mal. Keine Sorge. Nein, 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 nein. Danke. Ich glaube hier lang. Derbe, verdammte Kriegshop. Jeppa, ne Vampir. Ja, nicht verstanden. Sind wir normalsterblicher? Nein! Aber das ist gut, dass wir das Buch nicht gefunden haben mit dem elementaren Beschwörung. Hören. Ja, dann wär ich wieder. Hätte ich nur. Das ist voll am Ausrasten gewesen. Ja.
Felix verbreitet Liebe. Ja. Die gehen alle weg. Ach, das geht ja weiter. Ich dachte, das wär's jetzt schon. Felix macht Liebe, ich mach Angst. Ja. Multiple. Ha! Kann Tote erwecken, kann aus dem Kopf. Ich kann mal Elementare beschwören aus dem Kopf. Ja, den hast du ja gemacht wie ein Blöder dann immer. Das ist noch ein Bekehrter. Eine ganze Zombie-Sicherheit, cool. Du hast den Tod getötet, bevor er zuschlagen konnte! Was, wirklich? Ja! Du hast ihn mit Heilung getötet! Ha! Ich bin dem Tod entronnen. Oh, du hast jetzt wenigstens Leben. Ja. Jetzt kannst du ihn beschwören. Ja, jetzt rennt er zu viel. Mach mal bitte Türen. Das ist so böse. Warte mal kurz. Nee, ich krieg die auch nicht. Ja, genau, danke. Machen wir einen Tod. Wie geht der? Arcan, also S-R-Q-R-S. Q-R-S. Nee, halt S-R-Q-R-S. R-S. Warte. Dann kann ich doch selber beschwören. Jetzt, so, ja. Das war nicht die richtige Reihenfolge. Es war S-S, nee, S-R-R-Q-R-S. Ich hab mir überlebt. Ja, ich weiß. Komm her, Tod. Ob der nicht eigentlich noch Flat, der irgendwas sagt? Ich glaube, am Ende. Ist der Ende oder war der hier unten? Oder? Okay, dann gehen wir nochmal runter. Der war da unten dann. Oh. Eine richtige Prinzessin. Die ganze Todprinzessin denn hier? Warum? Kein Flat. Na gut. Das wird schon irgendwo sein. Ich höre gerade so ein vampirisches Verlangen, Felix. Oh nein. Nein! Ich hab sie von einem anderen geholt. Danke. Jetzt sagen sie keinen mehr. Was? Double kill. Nein! Was denn jetzt? Du wolltest, dass der uns beide tötet. Hä? Wie hast du deinen Tod nochmal beschworen? Von? Hä? Rocky Tod beschworen. Okay. Dann ist es komisch. Ich hab mir geschworen.
Ja, Sens da hinten, so zwei weg. Das ist natürlich auch eine Taktik, ne? Die einfach immer betört, gegenseitig brechen lassen und dann Sens dort tot einfach mal in die Massen rein. Oh, ich bin tot. Leb mich schnell wieder, du brennst. Los, schnell! Ah, ich muss grad saugen. Okay, danke. Ups! Dankeschön. Ich wollte eigentlich nicht an dir saugen. Jetzt kannst du. Ich konnte ihn nicht, weil er ist weggeläubert. Das war zu früh. Lebt mich schnell wieder. Oh, wie bist du gestorben? Felsen. Was? Felsen. Oh, okay. Ah, ich brenne. Bin ich nass, jetzt brenne ich noch. Nee, jetzt bist ja du. Nein! Was? Lebst du noch? Ja. Ich habe mich gerade in die Richtung von diesem Magier umgedreht. In dem Moment teleportierst du dich dahin und ich saug dich aus. Darius? Danke. Nee, was? Über die Lava. Oh. Ach so, oh. Weg da! Oder so. Reich. Einfach drüber teleportieren ist am einfachsten. Ja. Ich hab mich doch grad. Achso. Wie sind alle jetzt gegenseitig? Das Wichtigste ist halt, wir müssen. Oh nein. Ah ja, doch. Nein, ich wurde gehackt, gehämmert. Kann ich wieder überleben? Ja, hab. Danke. Ah, ich brenne. Was sonst auf hier? Dann darfst du da für mich nicht sein, Feuer. Der Boden. Hier lang wahrscheinlich. Oder da oben. Hier lang. Da.
Geh schon mal weiter. Okay. Ich kümmere mich darum. Hat fast einen Tod beschworen. Oh, hier sind aber welche. Keine Chance. Auch deine Bekörungskünste. Es war auf festem Boden, ne? Ja. Hol sie dir! Ja, er hat mich geholt. Nein, das war der Steinbrocken. Das Typ. Der Typ war bekehrt. Das war der Steinbrocken geschmissen. Die Bekehrung offendet wir. Ich hab ihn lieber getötet, dass er dich noch trifft. Epischer Kill. Gebe! Los, teleportier dich doch! Hat mich nicht erwischt. Ups! Was? Salah! Hauptsache, du bist geheilt, ne? Nein, dein bisschen Leben, was du noch hattest, hat mir nicht viel gebracht. Weil du weißt schon, was kommt, ne? Einmal anschlagen und dann weitergehen. Ich will nur einen Schaden machen. Irgendein Trollkriegsherr. Eine Trollarmee ist kein. Ein Troll ist kein beruhigender Gedanke. Ja. Im Sens der. Dich! Lol, bei mir war der nicht da. Ich kann ja entziehen. Was machst du da? Boah, was? Oh shit. Los, du hast mich. Du hast mich die ganze Zeit geschmissen. Ja, danke. Ich wusste halt nicht, dass noch jemand da war. Aua, aua, aua. Nein, ich will nicht mit diesem scheiß Starter quatschen. Da wird dieser scheiß Starter gequatscht. Mensch, dieses scheiß. Wieder tot. So, wir machen jetzt hier mal ganz in Ruhe. Der ist auf unserer Seite. Schön. Das Schlimme ist, ich hab meinen Handschuh hier hinten verloren. Mach mal Blitz auf mich. Blitz auf dich? Ja. Okay, ja, erstmal den Schild weg. Und jetzt? Ah, Immunität. Mein Handschuh! Mein Handschuh! Wo ist mein Handschuh hin? Da. Oh. Weißt du was? Das Leben hat keinen Sinn! Ah! Kann ich wieder durch Arkan Schaden kriegen. Ganz uncool. Deutlich. Ich muss Fafni erklären, was geschehen ist. Aha.
Aber. Und Pfaffen ja auch mit dem Tod senden? Musst du probieren. Oh, Pfaffen ja. Musst ihm vorher ein bisschen Schaden machen. Sind Sie schon so drauf? Hätten wir jetzt das Schwert. Von Folge 2. Du denkst, du hast mitgedacht, halt? Du wusstest, dass ein Drache kommt. Ich hätte es mir vorstellen können, ja. Also wir wollen hier eigentlich nur erklären. Er hat keinen Schaden bekommen. Ja, du hast ja auch nicht lange gewartet, ne? So, ich glaube, jetzt hat er ein bisschen Schaden bekommen. Ja. Aber er will dich sensen. Nein, er hat einen Drachen gesenst. Oh. Guck mal, es geht auch ohne dieses scheiß Schwert. Du musst nur den Tod bestellen. Easy. Jetzt will er aber nicht mit uns reden, ha? Huh? Ja, doch jetzt. Ha! Futurus Flat? Hast du Gammel, du Wender des Loder de Mitgot? Geld des Tages, du gar Endehook! Endehook! Verkörperung. Oh. Wir haben irgendwo Unsichtbarkeit verpasst. Wir haben bestimmt einige Sachen mal verpasst. Ja, wahrscheinlich. Teleport. Sind wir jetzt wieder am Weltenende, Felix? Zurück zum Weltenende. Ha, das denkst du, der finale Kampf in der nächsten Folge? Genau. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.